Manchmal hasse ich das Internet. Als das zugegeben peinliche Cuphead-Footage des VentureBeat-Redakteurs Dean Takahashi auf Twitter gepostet wurde und anschließend mehrfach die Runde machte, entbrannte direkt ein toxischer Shitstorm über den anscheinend fehlenden Skill von Videospieljournalisten. Während sich die eine Seite nicht gerade mit Ruhm oder gut formulierten Argumenten bekleckerte, nahmen viele Redakteure eine teils ebenso fragwürdige Defensivhaltung ein. Dabei finde ich die grundlegende Fragestellung gar nicht mal so uninteressant. Wie gut muss ein Journalist tatsächlich in einem Spiel sein, um darüber schreiben zu können? Wobei ich und wahrscheinlich auch die meisten Leute in diesem Fall eher von einem Kritiker sprechen, der schlicht Rezensionen verfasst und keinem Journalisten im traditionellen Sinne. Viele Missverständnisse innerhalb der Debatte können mit dieser Aussage sofort geklärt werden. Als beispielsweise George Weedman, Betreiber des YouTube-Kanals Super Bunny Hop, seine Meinung auf Twitter teilte, sprach er allein von der Qualität journalistischer Berichterstattung über Ereignisse innerhalb der Industrie. Und dieser Aussage stimme ich vollkommen zu. Ich meine, niemand muss gut in Counter-Strike sein, um die kriminellen Machenschaften von Glücksspielseiten rund um CSGO-Waffenskins aufzudecken, oder? Die Kompetenzen liegen im Schreiben, der Recherche und dem Befragen verschiedener Quellen. Nichts, was von den Fähigkeiten im zugehörigen Spiel abhängig ist. Allerdings denken viele beim Begriff Videospieljournalismus sofort an Reviews oder Metacritic-Bewertungen, weshalb sie Aussagen wie die von George eher kritisch hinterfragen und er deshalb noch einmal seinen Standpunkt genauer in einem öffentlichen Patreon-Beitrag ausformulierte. Ich nehme es übrigens niemandem übel, wenn er unter einem Videospiel-Journalisten so etwas wie einen ganz normalen Tester versteht. Immerhin tragen Magazine und Webseiten selbst eine gewisse Teilschuld für die inflationäre Verwendung der Jobbezeichnung und bei einigen ist es sogar tatsächlich schwer, eine genaue Abtrennung vorzunehmen. Dennoch will ich an dieser Stelle festhalten, dass Journalisten und Kritiker gemessen an ihren normalen Definitionen zwei unterschiedliche Rollen erfüllen, weshalb sie ebenfalls differenziert in dieser Debatte behandelt werden sollten. Wenn Journalisten also keine Erfahrung in einem Spiel haben müssen, um darüber zu berichten, gilt diese Aussage ebenso für einen Kritiker? Bevor ich diese Frage beantworte, muss ich leider eine weitere Unterscheidung vornehmen. Denn eine Kritik kann viele Zwecke erfüllen oder sich auf komplett verschiedene Aspekte konzentrieren. Um die Narrative eines Spiels zu analysieren, muss ich keine Gameplay-Passage mit Bravour meistern. Genauso kann sich ein Kritiker auf technische Einzelheiten oder die Darstellung kultureller Einflüsse fokussieren und trotzdem wie ein betrunkener Affe den Controller massieren, während sein alter Ego auf dem Bildschirm einen unschönen Treffer nach dem anderen kassiert. In solchen Fällen haben die eigenen Gameplay-Fähigkeiten überhaupt keinen Einfluss auf die Betrachtung dieser Elemente. Und solche Personen können wunderbare Ansichten in Diskussionen einbringen, von denen ich persönlich zum Beispiel gar keine Ahnung habe. Gerade im Sektor des New Game Journalism existiert eine gigantische Bandbreite an Kritiken, die von einer Vielfalt an Perspektiven sowie persönlichen Hintergründen profitieren. Wenn also davon gesprochen wird, dass die spielerischen Fähigkeiten eines Redakteurs mögliche negative Einflüsse auf die Kritik haben, dann nur im Bereich der Analyse von Spielmechaniken. Aber selbst dort können weniger begabte Leute hilfreich sein. What the fuck am I supposed to do? Ich bin eine absolute Null in Strategiespielen wie Civilization und verliere bei jedem RTS selbst gegen die einfachste Computer-KI. Dennoch kann gerade diese Perspektive für andere Leute mit einer vergleichbaren Inkompetenz nützlich sein. Allerdings ist es in solchen Fällen unheimlich wichtig, seine eigenen Schwächen einzugestehen und diese in der Kritik deutlich hervorzuheben. Ich würde niemals auf die Idee kommen, einen Test zu StarCraft 2 zu verfassen und den Leser bzw. Zuschauer nicht sofort wissen zu lassen, dass dieser Artikel aus der Perspektive einer absoluten RTS-Null bestammt. Und ich glaube, hier wirklich den Kern des Problems gefunden zu haben. Denn die Aufregung über das Cuphead-Footage stammt nicht von ungefähr. Es existieren viele Kritiken, in denen ein fehlendes Verständnis von Spielmechaniken deutlich erkennbar ist. Leider nehmen diese meist eine autoritäre Haltung ein und formulieren starke Argumente aus der Perspektive eines selbst deklarierten Experten. Bei Magazinen, deren Texte repräsentativ für die gesamte Redaktion stehen, ist es noch wesentlich schlimmer, da hier eine Art kollektiv abgestimmte Objektivität suggeriert wird. Okay, um das Ganze ein wenig verständlicher zu machen, hier ein konkretes Beispiel. Als Platinum Games The Wonderful 101 für die Wii U erschien, erreichte es einen für die damalige Reputation des Studios relativ geringen Metacritic-Score von 78. Nicht schlecht, aber
auch nicht wirklich herausragend, gerade für den Schöpfer von absoluten Kritikerperlen wie Bayonetta oder Okami. Die Zahl stört mich auch überhaupt nicht. Was mich dagegen in den Wahnsinn treibt, ist die in fast jeder negativen Rezension enthaltene Aussage, die Steuerung würde nicht funktionieren. Und das ist eine komplett falsche Behauptung, die auf den fehlenden Fähigkeiten des jeweiligen Kritikers basiert. In The Wonderful 101 gibt es ein Dutzend unterschiedlicher Waffen, die jederzeit gegeneinander ausgetauscht werden können und teilweise sogar in verschiedenen Größen existieren. Um ein umständliches Menü zu vermeiden, das gerade bei längeren Kombos den Spielfluss zerstören würde, wechselt ihr die Werkzeuge durch das Zeichnen spezifischer Symbole. Zugegeben, das System ist komplex und die Erkennung des jeweiligen Symbols verlangt eine gewisse Genauigkeit des Spielers. Allerdings lassen sich die Waffen mit etwas Übung problemlos aktivieren und ermöglichen so eine unerreichte Vielfalt an Aktionskombinationen. Jegliche Fehler bei der Ausführung liegen daher eindeutig auf der Seite des Spielers. Wenn ich also in einer Kritik lese, dass die Steuerung nicht funktioniere und korrekte Eingaben ignoriere, ist das eine irrtümliche Aussage, die dem Leser oder Zuhörer einen verfälschten Eindruck des Spiels vermittelt. Statt die eigene Fähigkeit zu hinterfragen und die tatsächliche Genauigkeit der Steuerung näher zu überprüfen, wird ein autoritäres und in den Augen des Schreibers objektives Statement getroffen, das der Wahrheit nicht entspricht. Die Eingaben in The Wonderful 101 lassen sich am ehesten mit den Motion Inputs eines Fighting Games wie Street Fighter vergleichen. Auch hier sind die Anforderungen sehr genau. Nicht jede Ausführung wird zu einem erfolgreichen Shoryuken führen, bevor man die Bewegung gemeistert hat. Macht es die Steuerung deswegen ungenau? Ich denke nicht. Stattdessen könnte der Kritiker diesen Umstand akzeptieren und lieber die Frage beantworten, ob die verlangte Präzision nicht zu hoch sei. So wie ein Street Fighter Third Strike zum Beispiel wesentlich exaktere Eingaben verlangt als Street Fighter 5. Das ist eine faktisch korrekte Aussage, deren Implikationen jedoch anders interpretiert und ausgelegt werden können. Je komplexer ein Spiel in seinen Mechaniken ist, desto besser muss ein Kritiker diese für eine besonders gute Evaluierung verstehen. Zumindest wenn er in seinem Text autoritäre Aussagen über eben jene Aspekte treffen möchte. Man muss nicht besonders gut in einem Spiel sein, aber zumindest die Mechaniken und ihre Komplexität verstehen. Falls nicht, dann sollte dies so im Artikel vermerkt werden. Meist basieren Rezensionen mit fehlerhaften Aussagen weniger auf den schlechten Fähigkeiten des Kritikers, sondern eher der Unwilligkeit, sich tiefer mit den Mechaniken auseinanderzusetzen oder zuerst Fehler bei sich selbst zu suchen. Confirmation Bias ist ein reales Konzept und viele schieben Probleme mit den Mechaniken zu leicht auf das Spiel, bevor sie ihre eigenen Fähigkeiten in Frage stellen. Genau deswegen taucht die Problematik bei besonders schweren oder komplexeren Spielen auf. Aber ich verstehe es. Nicht jeder hat die Zeit, sich wie ein Joseph Anderson wochenlang mit einem Spiel auseinanderzusetzen, bis man tatsächlich jede Feinheit detailliert analysieren kann. Gerade freiberufliche Schreiber müssen sich ihre Zeit gut überlegt einteilen und können sich meist nie so tief in ein Spiel einarbeiten, wie es der Titel vielleicht verlangt. Teilweise werden von der Chefredaktion auch komplett falsche Leute ausgewählt, weil gerade keine passende Person zur Verfügung steht oder man das Spiel als nicht besonders wichtig betrachtet. Doch gerade in diesen Situationen muss man als Kritiker vorsichtig mit seinen Aussagen sein. Und große Magazine sollten endlich damit aufhören, ihre autoritäre Bullshit-Attitüde nach außen vermitteln zu wollen. Und was wir halt auch noch nach wie vor mit den Zahlenwertungen zeigen wollen, ist, wir haben halt Eier. Sorry, aber wenn ihr euch als professionelles Magazin mit Expertenwissen ausgibt, solltet ihr euren Mitarbeitern auch genügend Zeit geben, die Spiele ausführlich zu testen und vor allem eure freien Schreiber ordentlich für komplexere Titel entlohnen, damit diese auch gewillt sind, mehr Zeit zu investieren. Wir haben halt Eier. Falls ihr übrigens selbst Redakteur seid und euch von diesen Aussagen irgendwie angegriffen fühlt, nehmt euch bitte einen kurzen Moment und hinterfragt eure defensive Haltung. Ich möchte euch auf gar keinen Fall persönlich angreifen und weiß, dass eine reine Gameplay-Betrachtung von Spielen nicht das oberste Ziel oder für jeden gar besonders wichtig ist. Aber wir alle sollten als Kritiker ein tieferes Verständnis von Spielen anstreben. Und dazu gehört eben auch das Eingeständnis, manchmal schlecht oder nicht besonders gut zu sein. Das ist absolut in Ordnung. Es sollte zwar nicht aktiv zelebriert werden, um sich in seiner eigenen Filterblase vor anstrengender Verbesserung schützen zu wollen, aber niemand sollte allein wegen seines Skills angegriffen werden. Nur
gerade deswegen verlange ich von einem guten Kritiker, dass er sich ausführlich genug mit allen Aspekten befasst und man nicht nur seine eigenen Fähigkeiten hinterfragt, sondern aktiv versucht, die Mechaniken eines Spiels oder Genres besser zu verstehen. Denn genau wie man für einen journalistischen Beitrag die nötige Recherche betreibt und alle getroffenen Aussagen so gut es geht absichern will, so sollte man auch für die Behandlung eines Spiels keine voreiligen Schlüsse ziehen und vielleicht noch einmal überprüfen, ob es wirklich an der Steuerung oder einem selbst liegt.